Ich würde mich mit Ihnen heute lieber über sportliche Themen unterhalten. Das wissen Sie. Aus gegebenem Anlass können wir das heute leider nicht. Das müssen wir verschieben. Hintergrund ist Ihnen bekannt. Wir haben die Vorgänge von Montag auf Dienstag sorgfältig und akribisch aufgearbeitet. Mittwoch und gestern zusammen mit Kevin und seinem Berater die Situation ausführlich besprochen. Kevin weiß, dass er großen Mist gebaut hat und das vor dem Hintergrund, dass er eine Vorbildfunktion hat, ganz allgemein, aber natürlich gegenüber dem Club und insbesondere gegenüber unseren Jugendspielern. Dieser Rolle ist er in diesem Fall leider nicht gerecht geworden. Und es war klar, für beide Seiten klar, dass wir nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen können. Wir haben die Gespräche dann in die Tiefe geführt und sind am Ende zu dem Entschluss gekommen, dass wir den Vertrag auflösen. Einvernehmlich auflösen. Die Gespräche waren schon auch emotional, aber sie waren fair, sie waren von Offenheit geprägt. Kevin hat sich für die Vorfälle bei uns aufrichtig entschuldigt und uns gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass er selbstverständlich auch bereit ist, die Konsequenzen zu tragen und das auch so zu artikulieren. Die Vertragsauflösung ist auch schon vollzogen. Also Kevin ist auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr Spieler des VfB Stuttgart. Trotz der gesamten Begleitumstände ist es uns wichtig, dass die menschliche Komponente nicht in den Hintergrund gedrängt wird. Und ich würde mir wünschen, dass Sie das in Ihrer Berichterstattung und in dem, was vielleicht folgt, auch berücksichtigen. Nein, es ist natürlich keine Entscheidung der Mannschaft. Selbstverständlich nicht. Der Trainer ist in die Entscheidung selbstverständlich mit einbezogen. Auch wenn der Vertrag aufgelöst ist, ist es trotzdem immer noch unser Junge. Wir haben das die letzten Tage gesehen. Auch da war es uns wichtig, ihn zu beschützen. Das hat auch mit den Verfehlungen nichts zu tun. Das ist unsere Aufgabe und das machen wir aus vollster Überzeugung. Kevin hat die ersten, wie wir sind es jetzt, vier Spiele absolviert und war Teil einer Mannschaft, die bis zu diesem Zeitpunkt aus der Rückrunde 12 Punkte geholt hat.